Hallo, ich möchte Sie mit diesem Video über die Neustrukturierung unserer Lernplattform und der Websites informieren. BluePages, das ist die Produktion und Bereitstellung von Erklärvideos und Assessments. Da liegen auch unsere Kernkompetenzen. Jeder kann unser Material aus unseren Quellen nutzen. Dazu gibt es für die Erklärvideos die Playlists bei YouTubes oder eben auch über 500 einzelne Videos, aber inhaltlich kann man die sehr gut mit Playlists zusammenfassen und die lassen sich natürlich dann auch überall einbinden, sowohl auf unseren Lernplattformen oder auf unseren Websites als auch auf denen von irgendwelchen Einrichtungen, die daran Interesse haben könnten. Und dass das auch legal ist, das sagt ja auch das Gutachten zum Aktenzeichen C160-15 beim Europäischen Gerichtshof. Das wird ja in Kürze auch ergehen, das Urteil, was denn auch jedem Lehrer oder Ausbilder Rechtssicherheit verschafft. Da ist ja noch einiges zu tun. Das, was die Playlists für die Erklärvideos sind, das sind die Assessments auf den Moodle-Plattformen bei uns für die Absicherung der Nachhaltigkeit von diesen Erklärvideos. Jeder kann sich mit Hilfe dieser Assessments, dieser Self-Assessments einschätzen, wie weit ist das also schon sicher, dieses Wissen, wie kann ich die Vokabeln oder wie kann ich hier meine Fragen bei Excel oder Datenbank Access beantworten. Dazu gibt es die Assessments. Wir geben sowohl das Material als auch das Produktions-Know-how gern weiter. Warum sollte man sich mit Erklärvideos und Assessments beschäftigen? Man ist zeit- und ortsunabhängig. Und wenn man das mal aufgezeichnet hat, dann ist auch sichergestellt, dass alle zukünftigen Rezipienten, das heißt die Zuhörer, das Gleiche an Qualität des Vortrags haben. Und wenn man dann diese Erklärvideos mit Assessments absichert, was die Nachhaltigkeit betrifft, wurde das verstanden? Und kann das also auch damit dokumentiert werden? Dazu gibt es eben die Assessments, die auf der Lernplattform zur Verfügung stehen, die man aber eben auch auf anderen Lernplattformen installieren kann. Wir haben hier für dieses Material, was Sie auf unseren Webseiten sehen, YouTube gewählt, weil das kann im Prinzip jeder abrufen und dafür ist ja auch PR gedacht, dass jeder, der da Interesse daran hat, sich erstmal umschauen kann. Genauso ist es mit den Selbsttests. Wir haben die hier mit über 5000 Fragen bereitgestellt, damit Sie sich einen Einblick verschaffen können. Jeder kann diese nutzen, jeder kann die auch herunterladen und manche kann man auch frei auf seinen Plattformen dann installieren, weil die entsprechende Lizenz vorliegt. Aber wenn das natürlich dahinter benotet werden soll, dann kann man diese Selbsttests natürlich auch modifizieren und nur der Benutzergruppe zur Verfügung stellen, die als Zielgruppe gedacht ist. Wem nutzt dieses? Die Erklärvideos, die kann eben auch jeder Mitarbeiter, der Schwierigkeiten hat, Schulungsveranstaltungen an fremden Orten zu besuchen oder zeitlich ist es ihm vielleicht gar nicht möglich, die kann er sich eben anschauen, wann immer er möchte. Und das kann man natürlich dann auch über dieses Feedback, über Assessments nachvollziehen, dass er das getan hat. Die Nachhaltigkeit ist ja sehr wichtig und wenn ein Unternehmen sagt, guck dir mal das Video an, aber man prüft es nicht nach, ob er es auch verstanden hat, dann gibt es eventuell bei den Audits Probleme, wenn man keine Möglichkeit hat, diese erfolgten Maßnahmen, die eben per E-Learning oder per Erklärvideo abliefen, zu dokumentieren. Deshalb auch die Assessments. Und die kann man dann im Zweifelsfall auch unter Aufsicht durchführen, damit da nicht geschummelt wird. Wer produziert dieses Material? Das, was Sie hier sehen, haben wir im Wesentlichen selbst produziert und aufgezeichnet. Wenn es da Bedarf gibt von Kunden, dann sind wir natürlich auch in der Lage, geeignete Fachleute anzusprechen, wenn wir nicht das eigene Know-how haben, beispielsweise bei den Sprachen, um solches Material zu erstellen. Oder das, was wir hier an Lücken haben, weil wir eben Techniker, Naturwissenschaftler sind. Da können wir Fachleute in unser Team kurzfristig aufnehmen, um dann solches Material für die Assessment zu produzieren. Schauen Sie sich auf dem Kanal Konrad Rennert die Videos an,
Die Playlists sehen Sie hier nochmal, gibt aber noch viel mehr als in den Playlists stehen. Oder schauen Sie sich das Kursangebot an. Wenn Sie da auf die Testangebote klicken, dann haben Sie also auch die Möglichkeit, mit einer Volltextsuche hier beispielsweise nach Spanisch oder Latein oder Persisch zu suchen oder ganz schlicht nach dem, was immer noch am beliebtesten ist, Excel und Access, die Datenbank, um da einen Selbsttest zu machen. Mit dem Ausblick auf die 257 Assessments, die Sie hier aus dieser Liste direkt auswählen können, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.